Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung im Internet. Vielleicht kennen Sie ja auch jemanden, der selbstverliebt auf Sie wirkt oder arrogant oder gefühlsarm. Na klar, das ist ein Narzisst, sagen da viele. Und überhaupt kein Wunder, unsere Gesellschaft wird ja immer narzisstischer. Aber ist das so? Was ist eigentlich Narzissmus? Wann muss man ihn behandeln lassen? Und was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers. Er ist ärztlicher Direktor für Psychiatrie und Psychotherapie der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Lammers. Guten Tag. Erklären Sie uns, was genau ist Narzissmus? Also Narzissmus als Krankheitsbegriff bezeichnet Menschen, die sehr auf sich fokussiert sind, die sich selbst idealisieren, das heißt, die halten sich für besser, als sie sind, haben enorm hohe Anspruchshaltung, die sie in der Realität gar nicht erfüllen können. Und gleichzeitig haben sie nicht genug Mitgefühl für andere Menschen, kümmern sich nicht um andere Menschen, nutzen die eigentlich eher aus für ihre Zwecke. Also insofern ist das so eine Persönlichkeitsstörung, wo man sagt, es klafft eine große Lücke zwischen Realität und zwischen der Vorstellung, wie bin ich eigentlich. Und das ist deren grundsätzliches Problem. Gibt es verschiedene Formen, wie sich das auswirkt? Jetzt sagen Sie gerade, das wirkt sehr grandios. Gibt es doch das Gegenteil? Es gibt Narzissten, das ist noch nicht so bekannt. Es gibt welche, die sich nach außen sehr bescheiden geben, zurückhaltend, einfach aus Angst, sie könnten kritisiert werden. Jedoch, wenn man denen näher kommt, stellt man fest, die haben gewaltige Größenideen, sind aber extrem verletzbar. Also insofern gibt es so einen Typus, der lässt sich nicht nach außen so leicht erkennen. Nun sagt man ja, jeder Mensch soll sich selbst mögen. Mhm. Wo ziehen Sie denn da die Grenze zum Narzissmus? Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich glaube, der Begriff wird häufig missbraucht. Wie Sie im Eingang schon sagten, so, das ist doch ein Narzisst. So, dann kann man Menschen sehr gut abwerten, die einem unangenehm sind, die man irgendwie glaubt, die sind so überkandidelt oder nehmen sie für besonders wichtig. Man weiß, dass bestimmte Eigenschaften beim Menschen, also zum Beispiel ein hohes Selbstwertgefühl, auch sich selbst loben können, auch bei Fehlern fünf gerade sein lassen können, auch sagen können, es war nicht meine Schuld, die Umgebung hat das nicht richtig gemacht, dass all diese Eigenschaften bis zu einem gewissen Grad extrem gesundheitsförderlich sind. Das heißt, diese Vorstellung, man sollte sehr bescheiden sein, zurückhaltend sein und, so gut sich die anhört, ist das häufig bei den Betreffenden gar nicht dienlich, um psychisch stabil zu sein. Also insofern muss man aufpassen, dass man nicht mit diesem Begriff Menschen, die eigentlich sehr selbstbewusst sind, erfolgreich sind, auch gerne vielleicht im Mittelpunkt stehen wollen, anerkannt sein wollen, so pauschal einfach mal pathologisiert. Wie oft kommt denn das dann vor, tatsächlicher Narzissmus? Das ist ungefähr, je nach Studie, 1% der Bevölkerung. Und das Spannende daran ist, dass dieser Narzissmus offenbar von allen Persönlichkeitsstörungen, die es gibt, und derer gibt es ungefähr 12, die höchste genetisches Loading hat, wie man sagt. Das heißt, wenn Sie eineiige Zwillinge untersuchen, die womöglich auch noch getrennt aufwachsen, haben Sie bei Narzissmus die höchste Übereinstimmung, dass beide das entwickeln von allen Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, da gibt es eine Komponente, die was mit Genetik zu tun hat, die wir noch überhaupt nicht verstanden haben, wo wir auch gar nicht wissen, was ist das eigentlich, aber die einen enormen Einfluss darauf ausübt, ob man diese Störung entwickelt. Das heißt, man kann gar nichts dafür? Das ist im Leben ja immer so, dass man sagt, es gibt keine Ursache, die alleinig dasteht. Also wir sind immer bestimmt von verschiedenen Ursachen, Umständen. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat diese Veranlagung und will immer im Mittelpunkt stehen, will erfolgreich sein, besonders sein. Und er tut wahnsinnig viel dafür. Der arbeitet wirklich und strengt sich an. Dann kann es sein, dass der irgendwann zum ganz bedeutenden, was weiß ich, Chef wird oder Showstar oder irgendetwas. Und er ist erfolgreich und alles ist gut. Das heißt, kein Problem, also keine Störung. Der andere vielleicht ist nicht so fleißig und scheitert in der Schule oder im Studium und fängt an zu sagen, ah, die anderen sind schuld und man hat mich nicht genügend gefördert und ich kann nichts dafür und fängt an, langsam in die Arbeitslosigkeit zu gehen, fängt langsam an, depressiv zu werden. Dann hat der natürlich eine Entwicklung genommen, die in eine Krankheit mündet. Das heißt, es gibt immer mehrere Einflussfaktoren. Man kann nicht sagen, wer das genetische Komponente hat, der wird auch narzisstisch. So etwas gibt es eigentlich ganz selten in der Somatik und Psychiatrie an Erkrankungen, die wirklich so eindeutig bestimmt sind. Jetzt zählen wir so viele menschliche Eigenschaften auf. Das Wort Narzissmus ist ja doch ein sehr öffentliches, ein sehr alltägliches. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, ah, der und der Prominente, das so ist ein Narzisst oder so war mal ein Prominenter vielleicht?
Also ich glaube, jeder hat vom inneren Auge bestimmte Persönlichkeiten, wo er sagt, naja, das ist ja schon sehr auffällig. Als Psychiater in meiner Profession werde ich einen Teufel tun und jemand das anhängen und sagen, der ist ein Narzisst, weil ich kenne die gar nicht. Das ist nämlich ein großes Problem, dass man nur vom Äußeren des Menschen darauf schließt, wie ist er eigentlich. Also nehmen wir mal einen Showstar an, wo man sagt, der ist eitel, eingebildet, selbstgefällig. Das kann ein wahnsinnig liebevoller Ehemann sein oder Vater. Der kann ein sehr sozialer Mensch sein. Das schließt deine Bühnenpräsenz, die das erfordert. Mhm. Es gibt umgekehrt Leute, wo man sagt, der kommt da ganz nett rüber und, und. Und wenn man den kennenlernt, stellt man fest, der hat überhaupt kein Mitgefühl für andere Menschen, denkt nur an sich. Also insofern, man muss sehr vorsichtig sein, das jemand anzuhängen. Mhm. Gleichwohl, wenn man geschichtliche Figuren sich anschaut, und das sind immer die berühmten Verdächtigen wie Mao Zedong oder Adolf Hitler oder Josef Stalin, dann ist es schon ziemlich offensichtlich, dass denen zwei Sachen sehr zu eigen war. Das eine ist die absolute Selbstüberhöhung. Und das andere, und das ist das viel Schlimmere, ist dies überhaupt kein Mitleid mit anderen Menschen zu haben, diese Empathiearmut. Und das ist das Entscheidende, dass die keine Empathie haben, kein Mitgefühl und deswegen zu Dingen fähig sind, die, wie man in der Geschichte gesehen hat, eine äußerste Grausamkeit mit sich bringt. Ja, was heißt denn das für die Familie? Also in der Regel kriege ich E-Mails nicht von betroffenen Narzissten, sondern von den Ehefrauen. Nun werde ich auch einen Teufel tun und sagen, die Frau schreibt, mein Mann ist Narzisst. Ah, das ist wohl einer, sondern das ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist häufig so, dass eher die Umgebung erstmal leidet. Das heißt, der Betreffende nimmt das gar nicht so wahr. Der glaubt, das ist doch in Ordnung, ich mache gar nichts, meine Frau soll sich nicht so anstellen. Oder auch mein Mann soll sich nicht so anstellen. Es ist ja nicht nur so, dass Männer Narzissten sein können. Und die sind frühzeitig schon frustriert. Der Mann kümmert sich nicht um sie, keine Aufmerksamkeit, Unterstützung, denkt nur an sich. Und es geht eine Zeit lang gut und irgendwann trennt sich die Frau. Und dann kann es sein, dass der narzisstische Mensch einen Zusammenbruch erleidet. So, und dann kommt er zu uns, womöglich, eventuell in die Therapie. Ah ja, denn das war gerade meine Frage. Wenn es mir doch gut geht, wenn ich mich großartig fühle, wenn ich sozusagen meine grandiosen Phasen habe, welches Interesse sollte ich dann haben, zu Ihnen zu gehen? Gar keins. Und ich würde auch gar keinem das empfehlen, weil ich glaube, das Leben besteht darin, dass man sich versucht, möglichst gut anzupassen und auch erfolgreich zu sein, weiterzukommen und. Man kann vielleicht bei einigen Menschen sagen, das ist so instabil, da muss nur ganz wenig passieren, die brechen zusammen. Aber jetzt Menschen, die sehr ich-bezogen erfolgreich sind, zu sagen, sie müssen alle in die Psychotherapie, das ist schlichtweg unprofessionell. Mhm. Kann es auch sein, dass jemand zu Ihnen kommt, weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat aufgrund solcher Phasen? Also es ist, in der Regel ist es Beziehungsverlust oder Arbeitsplatzverlust. Und man muss auch nochmal herausstellen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung dürfen Sie so lange gar nicht diagnostizieren als Arzt, wie jemand nicht leidet, beziehungsweise die Umgebung nicht richtig leidet. Das heißt, er kann noch so eitel, arrogant eingebildet sein, solange er damit gut zurechtkommt und seine Umgebung sagt, ja, ist ein bisschen, ja, aber passt schon, hat er keine Persönlichkeitsstörung. Das heißt, wo kein Kläger, da kein Richter. Wo kein Kläger, wo kein Leid, da auch keine Erkrankung. Mhm. So, und das ist der schmale Grat, auf dem wir uns immer wieder bewegen, auch wenn wir in der Öffentlichkeit von Narzissmus sprechen, ist, das ist ein Krankheitsbegriff, darf man den überhaupt anwenden? So, und das ist, finde ich, ein großes Problem, weil es ist heutzutage halt sehr kommod, wenn man mit einem Begriff ganz viele Probleme erschlägt, nach dem Motto, der ist doch narzisstisch. Punkt, Ende, Stempel und damit ist die Sache erledigt. Das ist natürlich viel zu oberflächlich und simpel gedacht. Das führt ja auch auf die Frage, ob nicht die Narzissten besondere Dinge besonders gut können. Ja. Welche sind das denn? Also, bei Narzissten weiß man, oder wenn wir Personen, die narzisstische Eigenschaften in der großen Ausprägung haben, sind risikofreudiger, sind innovativer, sind auch mehr bereit, in bestimmten Situationen einfach wahnsinnig viel zu tun, weil sie gerne im Mittelpunkt stehen wollen, sind zum Teil auch robuster gegenüber Rückschlägen, weil sie sagen, das war ja nicht mein Fehler, irgendwie das waren die anderen. Das heißt, die haben eine Fähigkeit, auch in besonderen Situationen besondere Dinge zu leisten. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Maße ist das ganz adaptiv. Und dann kann es aber passieren, wenn die sich selbst überschätzen, dass dann der Zusammenbruch irgendwann kommt, weil das Problem ist, können die Leistung noch bringen? Ja, wenn Sie jemanden haben, nehmen wir mal einen Politiker, solange der die Leistung bringt, da kann er noch so eingebildet sein, er hat keine Krankheit. Bloß wenn er als Bezirksabgeordneter rumläuft und sagt, ich hätte eigentlich Bürgermeister sein sollen, was der und der macht, da wäre ich ja viel besser und, dann bekommt er zunehmend ein Problem. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, der kommt dann zu Ihnen, ist bereit, sich behandeln zu lassen für den Moment. Mhm. Und dann beginnt die Therapie. Wie läuft das?
Also viele kommen in der Krise. Also akut Beruf verloren, Beziehung irgendwie gescheitert und sind extrem offen, motiviert. Und dann merkt man so nach ein paar Wochen, wenn sie stabilisiert haben, dann sinkt die Therapiemotivation rapide. Und es ist häufig auch so oder gar nicht so selten, dass sie dann auch die Therapie wieder abbrechen, weil sie sagen, jetzt geht es mir wieder gut. Das ist besonders bei jungen Menschen so, die noch von der Vorstellung leben, das wird schon alles und ich bin ja der Beste und das war nur ein Ausrutscher. Während Menschen, die mit 40, 50 das mehrfach erlebt haben, vielleicht auch eher die Einsicht haben, Mensch, da ist irgendwas, was immer wieder passiert. Sagen wir mal, die Hälfte bleibt in der Therapie. So wesentliche Punkte sind erstmal, dass man die Menschen nicht also defizitär definiert. Also man muss die Menschen, ich finde es auch allgemein, immer erstmal als positive, kompetente Person behandeln. Das heißt, man geht nicht immer auf dieses, das können sie nicht, das ist schlecht, das hat nicht geklappt und. Ja, der wird er ja auch zumachen wahrscheinlich. Dann wird er sofort zumachen, weil das ist natürlich etwas, was ihn besonders trifft. Trifft übrigens auch jeden anderen Menschen. Also wir wollen alle nicht im Alltag die ganze Zeit nur kritisiert werden. Und ich glaube, was wichtig ist, dass er nach und nach merkt, da ist jemand, mit dem kann ich Kontakt aufnehmen. Der will mir nichts Böses. Und dann passiert etwas, was die narzisstischen Patienten halt eben nicht gut können, nämlich Nähe. Das heißt, auf einmal kommt ein bisschen Vertrauen, es kommen Gefühle, es kommen Bedürfnisse und dann fängt es an, spannend zu werden, ob man sie in diese Nähe hineinbekommt und halten kann. Weil letztendlich geht es ja darum, die kommen in Therapie, weil sie ein Bedürfnis haben, was frustriert ist. Mhm. Kontakt, Erfolg, Stabilität. Wenn die wirklich daran kommen an das Bedürfnis und sagen, ja, ich will eigentlich eine Beziehung haben, ich möchte auch gerne konstant mit Partnerin zusammen sein, dann sind die auch bereit, vielleicht später mal was dafür zu tun. Was heißt das für Sie als Therapeut? Erstmal muss man die mögen. Nun ist so, ich glaube, also wenn man so eine Narzissmusskala nimmt von 0 bis 100, bin ich bestimmt nicht mal 0 unten. Das heißt, ich kann die auch irgendwie verstehen. Ich habe auch gar kein Problem, wenn jemand Porsche fährt. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand sagt, ich will viel Geld verdienen, weil es ist keine schlechte Eigenschaft. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass ich dieses Ringen um Nähe, dass ich mit der Zeit eine Frustrationstoleranz entwickelt habe, dass ich sage, gut, heute hat es nicht geklappt, vielleicht morgen. Man muss einen langen Atem haben. Man kann nicht sagen, innerhalb von einem halben Jahr muss da wahnsinnig viel passieren, sondern man muss mit ein, zwei, vielleicht auch mal 3 Jahren rechnen. Beziehen Sie die Partner mit ein? Habe ich früher versucht. Das ist in der Regel nicht ratsam. Und zwar deswegen, weil ein Narzisst ist verwundbar. Wenn der sich ihm gegenüber öffnet, dann ist das eine ganz private Situation, wo er ganz viel Sicherheit braucht. Mhm. Wenn jetzt die Partnerin dazukommt, was ich am Anfang gemacht habe, dann kann es sein, dass dann so eine Spannung entsteht und sie Dinge sagt, die ihn zutiefst treffen, dass er danach nicht mehr bei mir den sicheren Ort glaubt haben zu können. Also insofern, wenn, dann richtig eine Paartherapie, aber nicht die Partnerin einfach mal so mit reinnehmen. Das kann gewaltig nach hinten losgehen. Ja, nun hatten wir ja eingangs darüber gesprochen und auch schon mehrfach in diesem Interview, dass viele vermuten, das Ganze hätte zu tun mit der Gesellschaft. Hm. Wir würden sowieso immer egozentrischer, egoistischer, narzisstischer. Hm. Wie sehen Sie das? Also um das vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Wenn Sie mal die Geschichte anschauen, Sie können Zitate finden von berühmten Persönlichkeiten bis zum Jahre 4000 vor Christus, die allesamt immer das Gleiche sagen. Die Jugend ist verkommen, die ist eitel, hat keinen Respekt mehr, will nur noch irgendwie Ruhm und Geld haben und das ist der Untergang. Das finden Sie bei Hesiod, bei Sokrates und. Das heißt, das ist ein Lebensthema, das ist ein Thema der Menschen überhaupt. Erstens. Das Zweite ist, man kann natürlich sehr schön anhand von Beispielen sagen, es wird alles narzisstischer, so wie im Fernsehen, wie Leute und. Aber das sind ja keine wissenschaftlichen Untersuchungen, das ist schlichtweg nur ein Eindruck. So, und die Frage ist, man kann so einen Eindruck haben, aber stimmt das eigentlich? So, und feststellen können Sie es nur, wenn Sie wirklich mal eine große Menge von Jugendlichen untersuchen. Mhm. Solche Studien gibt es ja. Es gibt zum Beispiel die Stellstudie für die Jugend. Und wo man wirklich die Frage nachgeht, sind die egoistischer, interessieren sich nicht mehr für Familie, sind sie nur auf Ruhm bedacht, wollen sie gar nicht mehr arbeiten, haben sie viel höhere Anspruchshaltung. Und summa summarum hat sich herausgestellt, dass es sich eher zum Positiven verändert, Familienwerte steigen eher, als dass man das in die andere Richtung geht. Nun gibt es eine Studie aus Amerika, die wird immer sehr gerne zitiert, wo angeblich über 30 Jahre diese Narzissmuswerte zugenommen haben. Aber es gibt 3 andere Studien, die genau das Gegenteil sagen, sodass auch diese Studie kein Beleg dafür ist, dass die Gesellschaft insgesamt narzisstischer wird mit all dem, was zum Narzissmus dazugehört.
Schönen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Professor Dr. Lammers. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt bei uns und klicken beim nächsten Mal wieder rein auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.